Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einem wundervollen Spiel. Ich habe so lange drauf gewartet. Irgendwann im Jahr 2013 ist, glaube ich, der erste Teil rausgekommen. Es handelt sich hierbei um The Last of Us Part 2. Ich kann es kaum erwarten. Rein geht's. Was haben wir hier? Nochmal gucken. Optionen habe ich, glaube ich, alles eben schon gemacht. Charaktergalerie, ja, interessiert mich nicht. Ab geht's in die Story. Neues Spiel, selbstverständlich. Mittlerer Schwierigkeitsgrad sollte reichen. Was haben wir hier? Nichts umkehren, das ist komisch. Kamerahilfe? Nein. So, Start. Let's go. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Ach, unglaublich, dass es endlich da ist. 7 Jahre. 7 Jahre gewartet. Und ich hoffe, es wird mindestens genauso großartig wie der erste Teil. Okay, ich würde sagen, das ist der Ladebildschirm. Ich versuche auch in Cutscenes und so weiter die Facecam auszuschalten. Nicht, dass ihr euch wundert. Weil dieses Spiel ja doch sehr storybasiert ist. Und auch zumindest der erste Teil ja eine sehr wichtige und auch emotionale Story geboten hat. Und ich hoffe, das passiert hier genauso. Let's go. Sony Interactive Entertainment präsentiert. Ein Spiel von Naughty Dog. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht mehr kommen. Das ist. Wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt?
hat es so hingenommen. Wir sollten zurück. So, und wir können uns das erste Mal bewegen. Mit Joel. Und das Ganze sieht grafisch schon wieder so unglaublich geil aus. Oh mein Gott. Was mich aber gerade stört... Ich habe das Gefühl, wir haben eine Bewegungsunschärfe drin. Kann ich sowas irgendwie... So, ich mag so eine Kameraeffekte überhaupt nicht. Ja, viel besser. Ich glaube, wir haben auch noch eine Filmkörnung drin. Ach, es ist so gut. The Last of Us 1 war ja schon ein richtiges Meisterwerk. Das habe ich ja damals auch direkt zum Release gespielt. Unglaublich, unglaublich gutes Spiel. Also wer das noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall nachholen. Dringender Wiederholungsbedarf. Ich würde tatsächlich sogar sagen, The Last of Us 1 hatte das emotionalste Story-Ende, was ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Und das wird jetzt unglaublicherweise hier fortgeführt. Das sieht alles so gut aus. Fast schon im Überlegen, die Facecam ganz abzuschalten. Damit man sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren kann. Aber da sich doch in der Vergangenheit sehr viele Leute immer die Facecam gewünscht haben, lasse ich sie jetzt erstmal drin. Wie gesagt, in Cutscenes werde ich sie abschalten. Aber ansonsten... Behalten wir das erstmal so. Bin allerdings am Überlegen, ob ich sie noch ein bisschen kleiner mache, vielleicht in den nächsten Parts. Gate East 2. Beziehungsweise Gate East 2. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Danke. Guter Freund. Bis später, Tommy.
Hallo? Ellie? Erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Okay, wir sollen jetzt spielen. Geh. Zum Anschlag mischen. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Ha.
hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich... Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie. Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Nicht okay. Es ist so schön. Es ist so schön. Diese Szene eben mit Joel und Ellie und der Gitarre und... Ach, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Was haben wir denn hier? Ein paar Comicbücher. Beziehungsweise Comiczeitschriften. Wie ein Buch sieht es mich nicht aus. So müde. Eine PlayStation 3, die alte Fettversion. Großer Fernseher. Strom haben wir noch was da. Ein Hase! Ha. Paar Fotos und Zeichnungen. Hm, okay. Die Pistole in den Rucksack, weiß ich nicht, ob das so intelligent ist. Eigentlich müsste man ja, wenn man sie dann braucht, doch eher schnell drauf zugreifen können. Das ist das Badezimmer. Ach, vernünftige Spiegelung. Herrlich. Bald ja dank Raytracing gar keine Besonderheit mehr. Schach hat sie hier. Das Messer, ganz wichtig. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Oh ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ich hab kaum ein Wort verstanden. Haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du.
Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Nochmal die Handschuhe anziehen. Sehr schön. Sonst wird es nämlich kalt. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Warum? Was habe ich gemacht? Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung? Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, so wirklich. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Hübscher Hund. Auch schön, wie hier irgendwie jeder was zu tun hat. Die Kinder, die gespielt haben. Da hinten sind die am Rumklettern. Die stehen nicht nur starr rum hier. Einer macht gerade das Schneeengel. Der ist hier so ein bisschen an seinem selbstgebauten Banjo am Rumspielen. Gut, die waren eben noch auf der Leiter. Hi. Hey. Hi, Jesse. Oh, hi. Ach, ist das schön. Ich bin auch so gespannt auf die Story, was uns hier erwarten wird. Wie sie das Ganze weitergeführt haben. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut? Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Okay, ich weiß aber nicht, was da jetzt letzte Nacht passiert ist. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Ellie, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort.
Dann übernimmt ihr. Also langsam wird's mitlaufen, ne? Das wäre geklärt. Oh, oh, die Treppe. Ach, schön. Our little daycare. Der Kindergarten. Ellie, hast du kurz Zeit für mich? Klar. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Deine Freundin, sagt er. Sehr gut. Hey Dina. Können wir reden? Hey Leute, ich bin raus. Och Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen und... Du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst... Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Let's go! Los, los! Oh, Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Ah, Mist. Du Clown, warte, dich krieg ich, du Zwerg. Nimm das. Ah, ey. Noch nicht von allen Seiten auf einmal. Ich seh dich. Oh, direkt in die Fresse. Komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Das finde ich aber cool. Das ist so eine kleine Trainingsarea. Gefällt dir das? Wo man ein bisschen lernen kann, sich zu bewegen. Oh, versteck dich lieber. Wo man lernen kann, mit der Kamera umzugehen, mit dem Anvisieren. Oh, verdammt! Eure Eltern haben euch nicht... Da hast du! Komm, frisch Schnee, du Zwerg! Wir gewinnen! Frisch Schnee! Ich weiß, wo du wohnst, Alex. Nein, 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 nein. Ich sehe gerade, da unten wird ja eine Punktezahl angezeigt. Du hast Schnee in den Haaren. Bekämpfst du ein ins Gesicht? Ja. Ja. Unfair. Na, wie war das? Hey. Wollt ihr noch mehr? Oh. Damit kommt ihr nicht davon. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Bin wohl selber schuld, was? Ja. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Dir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Was mir gerade mal so einfällt, wieso liegt eigentlich Schnee? Im Intro eben gerade, wo wir mit Joel noch geritten sind, war kein Schnee. Das sah sehr sommerlich aus. Okay, aber ich merke gerade, ich mache das Ganze mal wieder mit dem Pausemenü. Der erste Part ist auch schon um, wie die Zeit vergeht. Unglaublich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me.